Minuten zu spät, Mr. Mark. Haben Sie eine Entschuldigung? Stanhope, lesen Sie ab da, wo wir aufgehört haben. Ich ging mit Richard quer über den Weg. Warum ist John Updike für Stanhope wichtig? Wer seid ihr, Druiden? Wo ist meine Klasse? Habt ihr sie entführt und ausgetauscht? Guten Morgen. Ich möchte Ihnen unsere neue Lehrerin vorstellen, Miss Del Santo. Was unterrichten Sie? Kunst, Leistungskurs. Ergo, der Schal. Und Sie? Literaturleistungskurs. Ergo, das Ergo. Wir interessieren uns hier ausschließlich für das Studium der schönen Künste, was auch immer das bedeutet. Das Problem sind die Worte. Worte sind Lügen. Worte sind Fallen. Wenn Worte Lügen sind, was ist dann die Wahrheit? Ein Bild? Ich habe ein Wort für Sie. Arroganz. Und das hier ist ein Bild. Das ist Krieg. Und dabei dient der Kunst als Waffe. Worte sind eure Götter. Brauchen wir ihre Gedichte? Was wir brauchen, ist Obdach, Luft und Nahrung und Sex. Worte sind entbehrlich. Und die Runde geht an Del Santo. Dieser idiotische Krieg inspiriert die Kids. Ich glaube, du bist ein guter Mensch. Bin ich nicht. Aber ich bin ein guter Lehrer. Du warst unser Star-Autor. Was tut es zur Sache, ob ich etwas veröffentliche? Es war leichter, dir deine Fehler zu verzeihen. Ja, Worum geht es hier wirklich? Sie wollen mich feiern. Gibt es vielleicht eine gute Sache, die Sie über mich sagen können? Ich fürchte, da fehlen mir die Worte. Das ist unglaublich, wie Sie in diesem Licht aussehen. Wenn Sie nicht laut und deutlich Nein sagen, werde ich jetzt zu Ihnen gehen und Sie küssen.